Moin moin, mein Name ist Simon und ich begrüße euch zu einer neuen Ausgabe von 48.1. Wir befinden uns heute hier wieder vor dem Gleis 22, weil beide Beiträge, die wir euch heute mitgebracht haben, finden hier statt. Und ich würde sagen, fangen wir doch gleich mal mit dem Divolno-Spiel aus dem November letzten Jahres an. Zu einem neuen Konzertabend hier im Gleis 22 in Münster zu Die wollen nur spielen. Veranstaltet wird das Ganze wieder mal vom Münster Bandnetz und wir hören heute Songs von Shoreline, High Spencer und Great Escapes. Viel Spaß dabei! Was kann sich denn der Zuhörer gleich unter eurer Musik vorstellen? Also, welchen Musikstil verkörpert ihr? Naja, es ist hauptsächlich für dies, also es ist so Punkrock, aber es ist, ich würde es als, also wir sagen dazu Melodic Punkrock. Ja, schon irgendwie auch so ein bisschen emo-mäßig teilweise, würde ich sagen, oder? Ja. Also ich finde es immer, ich find's immer voll schwer, das selbst zu beschreiben. Wir waren schon mal im Gleis hier und wir waren selber schon ganz oft hier zum Shows gucken und das ist einfach so ein schöner Laden und das Münster Bandnetz ist eine echt gute Sache und wir freuen uns, dass wir dabei sein dürfen. Ja, es ist vor allem, also wir kommen halt auch alle drei aus Dörfern, wo sowas halt überhaupt nicht geht. Also so, und es ist halt total cool, dass es dann irgendwie so eine städtische Organisation gibt, die halt so kleinen Bands die Plattform gibt und halt in diesem Ausmaß einfach Konzerte macht. So, das ist halt total gut, weil wo wir herkommen, gibt es halt eine Kneipe und da kann man dann spielen und das ist auch nicht schön, wenn man das macht, aber mehr geht halt nicht und es ist halt echt cool, wenn dann jemand das in die Hand nimmt und halt so Bands unserer Größe irgendwie da unterstützt. Oder freut ihr euch einfach nur riesig drauf? Ja, also ich kann auf jeden Fall für mich sagen, das muss Malte, glaube ich, gleich nochmal für sich selbst sagen, weil das, glaube ich, so Nervosität muss jeder mit sich selber so ein bisschen ausmachen. Wenn wir fünf zusammen sind, wir sind ja nicht zu zweit, wir sind ja insgesamt fünf Leute, dann hilft das schon so ein bisschen, dass man nicht so nervös ist. Aber grundsätzlich, je näher so ein Auftritt rückt, desto angespannter ist man halt. Ich würde das zum Beispiel bei mir nie als Nervosität bezeichnen, sondern es ist eher so eine angespannte Freude auf den Auftritt. So ist es auf jeden Fall bei mir. Wie ein Kind, das bald Weihnachten feiert. Ja. So eine halbe Stunde vorher ist bei mir immer schlimm. Also wenn du merkst, so die jetzt, zum Beispiel heute spielen ja drei, also insgesamt drei Bands und du merkst, die Band vor, die hat jetzt noch so eine Viertelstunde zu spielen und dann stellst du dich schon mal, machst dich mal fertig und so, dann fängst du langsam an und dann gehst du auf die Bühne und dann, wenn du merkst, so der erste halbe Song ist durch, dann ist die Melancholie, ich weiß nicht, die clevere Melancholie ist dann weg. Dann ist nur noch Party, Party, Party angesagt. Dachten, es geht doch schon, es geht doch schon, es geht schon von alleine. Wir kommen schon wieder auf die Beine. Zeigen wir die Grenze, die gute Welt. Alles, was ich
Spaß im Auftritt. Gut, und voll viele Leute da. Ja, voll schön. Ja, mega geil. Es ist so schön hier. Es sind so viele Leute rausgekommen und es ist einfach eine super Sache, die das Münster Bandnetz da immer wieder auffährt. Der Hammer. Seid ihr zufrieden mit eurem Auftritt? Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, es kannten uns nicht viele hier heute, weil viele wegen Herrn Spencer da waren. Und so vor allem hier so in den ersten Reihen waren halt echt Leute, die echt Bock hatten und mitgemacht haben und so. Und das ist halt immer schon Gold wert. Und vor allem Menschen, die du nicht kennst, irgendwie Bock haben und mitmachen, ist das, ja. Ich bin ein bisschen heiser. Das war sehr, sehr schön, weil hier einige Leute waren, die haben wir noch nie gesehen und die haben unsere Texte mitgesungen und alles. Das war wunderschön. Das war wirklich wunderschön, oder? Genau dasselbe. Genau das, ich bin durchgespitzt, habe mir das T-Shirt gezogen und dann ist es. Inzwischen sind wir ja im Jahr 2017 angekommen. Ich muss mal erstmal einen Schluck trinken. Das ist kein Problem, ich moderiere in der Zeit weiter. Inzwischen sind wir im Jahr 2017 angekommen und der Januar ist auch schon fast wieder vorbei. Natürlich gab es schon wieder eine Ausgabe, die wollen nur spielen, mit System Paul, Knietenbrink und Hell Johnson, die euch jetzt reinziehen dürft. Nochmal zu uns, das ist für uns überhaupt nicht selbstverständlich, heute hier sein zu dürfen. Dafür nochmal echt ein fettes Dank an Knietenbrink an erster Stelle, dem Münster Bandnetzwerk und dem Gleis. Und gleichzeitig wollen wir auch nochmal an Leute wie Lallas, Michael und Dave erinnern, die auch mal in dieser Band gespielt haben und jetzt bis auf Dave, glaube ich, alle hier sind. Alles klar, der nächste Song heißt Kennen, Meinen, Spüren, Ahnen. Desertiert in einem Kampf, der nie gewonnen wird. Solange du mein Gegner bist und nicht mehr mit mir kämpfst, für das Gute und für dich Vergangenheit. Zwischen dir und mir in alle Ewigkeit. Ist das jetzt nur noch Makulatur? Ich schau in dein fremdes Gesicht. Das war's doch mal so. Du kennst meine ich nicht, das was ich schade, spürst du nicht, das was du meinst, kenn ich nicht, das was ich spüre, hast du nicht. Wo ist der Zusammenhang, was ist hier nur los? Nichts greift ineinander, wir passen nicht mehr. Eine Tür von meinen ist immer zu. Wo bist du? Leute, tatsächlich, uns gibt es jetzt seit ziemlich genau knapp länger als einem Jahr. Und das ist das erste Mal, dass wir in fucking Münster spielen, obwohl wir direkt nebenan wohnen. Und das fühlt sich bisher richtig geil an. Danke dafür.
Wer den nächsten Song kennt, darf gerne mitsingen, der ist Home. Viel Spaß. When the first sun ray comes, strokes your face, endless drive. We're scattering light, playing this song. Hold your breath and watch the waves rising and clash, peaceful and straight. I guess I found myself in this place. Fell asleep on the stones, and this is what the people call home. Christoph, Snare-Set, check die aus, geilste Band der Welt. So, ja. Eigentlich wird ja von heute uns auch jeder von uns erwarten, dass wir irgendwas Politisches sagen. So, weil Amerika, Politik, so Donald Duck und so. Aber tun wir nicht. Hier ist nämlich heute, so gute Laune angesagt und deswegen haben wir gesagt, dass wir Donald Duck finde ich gut. Halbe Wahrheit. Ich werde bald verschlagen, sag mir nur einmal, wie ich den Tag machen kann.
Schlagschaft im Einstein. Oder sag mir, sag mir bitte wann. Kann ich weitergehen? Ein Leben, nur einen Schuss und daneben. Vielleicht zu lange warten, vielleicht was anderes erwarten. Weiß nicht, wo ich bin. Wo sind die anderen? Wo sind denn alle hin? Hab es jetzt wirklich geschafft? Das kann ich gar nicht schaffen. Dieses eine Mal sollte es doch gar nicht klappen. Kann ich weitergehen? Mein Leben, nur einen Schuss und ein Leben. Hätt ich doch einfach was gesagt. Halbe Wahrheit und ein Ziel zu herrschen. Sollte jetzt das gewesen sein? In meinem Kopf fängt alles an zu schreien. Nur ein Wort, nur deine Name. Nur ein Wunsch und ich weg in deine Name. Ja, das war's mit der heutigen Ausgabe 48.1. So, das war's dann auch schon wieder mit der aktuellen Ausgabe von 48.1. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Und wie immer, hört euch nicht zu viel Mist an.